Alter, jetzt aber schnell, ey. Die Nacht läuft ja gerade schon. Wir haben sogar schon 3 Uhr. Gerade eingeloggt, ihr Lieben. Direkt hier in Russian Fishing 4 natürlich wieder. Und ich wollte noch mal ein bisschen was rausziehen hier. Wir müssen ja noch ein bisschen Gas geben hier mit dem Level 19er Account. Und wo kann man das am besten? Ja, hier am Windenbach lübt doch immer. Siehste, rausgeworfen und instant der Biss. Das ist der Grund, warum der Windenbach so geil ist. Ach, ist das schön. Ist das schön. Gestern Nacht nochmal kurz hier drin gewesen. Hier genau an der Stelle. Auch hier, ich bin ja hier mit dem Low-Level-Account bin ich ja hier schön entspannt auch im offiziellen Chat. Auch immer wieder spannend. Da sind immer mal wieder ganz interessante Dudes unterwegs. Und wenn man sich da auch so ein bisschen austauscht, ist das auch immer wieder schön. Ja, und ja, es war gar nicht schlecht hier. Also letzte Nacht musste ich direkt nochmal testen. Das ist ja hier direkt quasi am Campingplatz mit dem Low Bob. Und schön hier was rausziehen, schön die kleinen Brocken ziehen. Die ganze Nacht habe ich durchgemacht, beziehungsweise das waren, ja, rund 40 Minuten. Und da waren es 51 Fische. 51 Fische und 120 Silber. Und das ist halt wirklich so ein Ding, das spricht halt einfach für sich. Jetzt die ersten Fische, die ich jetzt hier so ziehe, das fühlt sich schon gar nicht mehr so gut an. Aber wir testen das einfach mal und ich gucke nochmal ein bisschen hier rein, wie das so geht. Ich meine, die Frequenz, wie gesagt, fängt ja schon richtig gut an. Und dann gucken wir doch mal, wie das jetzt so in den Morgenstunden und den ganzen Tag über so läuft. Also von früh morgens jetzt, beziehungsweise 3 Uhr ungefähr war ich ja hier. Und dann den Tag über so eine halbe Stunde mal wieder. Ne, ne. Alter, Alter. Ich werd weich, ey. Ich werd weich. Gestern Abend schon ein und der ist noch dicker jetzt hier. 153er Kaulbarsch-Trophy, Alter. Hammerhart, ey. Ist es denn wahr? Ratzfatz, da ist er, die Kaulbarsch-Trophy, Alter. Oh boy, ey. Gestern Abend schon eine, 100, was war das, 145 oder was die war. Ist doch der Hammer, Alter. Ist doch der Hammer. Ach, ich höre sie schon wieder rumfeixen, Alter. Wann machst du mal ein Video, ohne dass du eine Trophy fängst? Was soll ich denn machen? Es ist zu leicht. Also. Ich sag ja, einfach mit dickeren Haken angeln. Immer ein bisschen übertreiben mit den Haken. Dann lübt der Lachs auch, Alter. Sehr gut, ey. Ja, Leute, abgefahren, ey. Abgefahren. Also echt ganz wild hier gerade wieder die Stelle. Wieder absolut zu empfehlen hier dieser Spot. Ganz, ganz wild. Wir gehen gleich mal eben auf Set ein. Aber auch das jetzt hier wieder von der Frequenz her echt top. Gucken wir gerade mal eben kurz rein. Also, ja, guckt euch das an, ey. 9 Minuten, 15 Fische. 9 Minuten, 15 Fische. Klar, nicht alle maßig. Immerhin schon mal eine Trophy wieder dabei. Und es läuft weiter wahnsinnig gut. Warum läuft das hier so gut? Ich vermute einfach mal, es liegt vielleicht natürlich auch ein bisschen mit am Setup. Ich bin ja hier super fein und zart unterwegs. Gerade jetzt hier mit Level 19 hatte ich mir ja, oder vor ein paar Leveln hatte ich mir ja schon eine super dünne Schnur gegönnt. Und natürlich auch klein, oder nicht ganz so, keine Mikrohaken, aber relativ kleine Haken. Mit denen lübt es einfach immer noch richtig gut.
ziehen wir hier gleich erstmal wieder raus, den Brocken, und dann gehen wir mal in Setup rein. Das sollte gut funktionieren, wenn ihr natürlich noch nicht so weit seid, dass ihr euch hier im Level 19 Bereich solche Sachen gönnen könnt. Kein Stress machen. Man kann auch hier mit einer ganz normalen Monoschnur mit dem Starter-Set als Standardvariante einfach rausschmeißen. Vielleicht da nach den ersten paar Fischen oder nachdem man da erstmal natürlich schön gestippt hat. Stippen ist immer noch mega gut. Dann vielleicht kleinere Haken kaufen. Also die Haken, die machen hier schon Unterschied. Und dann ordentlich sparen auf Mistwürmer. Mistwürmer, einer der wichtigsten Köder hier am Windenbach nach wie vor. Ich bin ja eigentlich immer ein bisschen bemüht, auch den ollen Regenwurm zu nutzen, weil ich ja durchs Buddeln auch so viele schon habe mittlerweile. Oh ja, viele olle Brassen dabei heute. Aber trotz allem nach wie vor Mistwurm, bester Köder. Bester Köder für Kleinviechzeug. Wir ziehen den Brocken hier nochmal eben raus. Und dann gehen wir mal eben kurz rein hier ins Setup. So sieht es aus. Es sind immer noch die Standard, Grundruten aus dem Starter-Set. Feeder Starter-Set für 149 Silber. Mit dieser leichten, fast zu leichten Bremse. Aber gut, man kriegt damit was raus. Und das ist hier halt der Knackpunkt mit einem Microbraid, wie auch schon mehrfach auch in den anderen Videos gesagt, 0,04 mm, super dünn. Trotz allem 2,8 Kilo Tragfähigkeit. Und das reicht in der Regel für die meisten Fische, die man hier fängt. Wenn man in 1 Kilo Aaland hier reinballert, hat man schon ordentlich Action an der Rute. Kriegt man allerdings trotz allem gerade am Windenbach hervorragend rausgezogen. Dann das nächste ist natürlich hier unten der kleine Haken. Ich verwende keinen 24er oder 20er, sondern immer gerne den 18er Haken. Zählt immer noch zu den sehr kleinen Haken, zählt immer noch in die Kategorie, womit man auch mal den Don Kaulbarsch fängt. Ich habe einfach den Eindruck, dass sämtliche Fische, die ich damit fange, immer so ein paar Gramm schwerer sind. Nicht alle, aber so der Durchschnitt. Mistwurm drauf und so weiter und ab dafür. Jetzt baller ich mal den Regenwurm drauf. Guck mal hier, ich habe mittlerweile über 1700 Regenwürmer. Einfach nur durchs Buddeln. Die muss man ja auch mal irgendwann loswerden. Ne? Guck mal hier, beide Ruten. Da geht die Schnur straight rüber. Da ist also im Idealfall ja überall nochmal was dran. Was haben wir denn hier, ey? Gründling. Auch schön. Gründling war, glaube ich, gerade schon im Kaffeeauftrag. Ich habe nicht ganz genau darauf geachtet, was im Kaffeeauftrag ist. Aber es sind noch alles, alles Aufträge, die noch ein bisschen länger laufen. Jawohl, Barsch auch immer gerne mitnehmen. Und dann gucken wir mal weiter. Also, bisher mega gut. Mega gut wieder hier an der Stelle. Guckt euch das an, Alter. 13 Minuten, 21 Fische. Weitermachen. So, mittlerweile alle drei Routen einmal komplett umgerüstet. Tauwurm weggenommen. Ne? Gehen wir einfach mal davon aus, man kriegt diesen Tauwurm einfach noch nicht gekauft. Regenwurm hat man immer. Zur Not einfach halt zum Waldsee und sich da das Ersatzrouten-Set Pose holen. Da bekommt man dann nochmal 30 Regenwürmer gratis. Aber ich sehe auch schon, da lüptet wieder los hier. Und was kriegen wir da? Die Güster kriegen wir da. Auch sehr schön. Güster, auch ein übelst ergiebiger Fisch. Absolut läuft das Viech immer unterm Radar. Bei mir vor allem. Ich habe die Güster viel zu wenig beangelt. Schönes Ding, gerade auch im maßigen Bereich. Übelst ergiebig. Und das Wichtige ist, dass wir einfach hier auch immer noch bei der Frequenz bleiben. Dass man schön entspannt hier einen nach dem anderen rausziehen kann. Dass das nicht so langweilig wird hier. Und dass wir dann eben, wie gesagt, schön Skillpunkte machen können. Und rausziehen hier die Brocken. Und guck mal da, wie das hier lübt. Auch auf dem ollen Regenwurm. Also, gar nicht so schlecht. Bisschen andere Fische. Ich sehe direkt hier ein bisschen mehr Barsche. Aber auch da, Barsch immer schön mitnehmen. Gerade auch die unmaßigen.
Es gibt halt immer diesen Kaffeeauftrag mit 50 Barsche, nee, andersrum, 5 Barsche mit 50 Gramm, der auch richtig schön Kohle bringt. Und zack, weiter geht's. Gar nicht lang schnacken. Gerade erst ausgeworfen. Next. Auf den anderen Routen zuppelt's auch schon wieder rum. Zack. Next. Abgefahren. Sehr, sehr wild. Sehr, sehr wilder Spot. Für alle, die ein bisschen gefrustet sind, weil gerade nichts lübt. Einfach mal schön hier auf entspannt ein bisschen angeln. Schön entspannt ins Wochenende. So mog wieder, Alter. Gerade auf dem Sonntagmorgen einfach mal ein Käffchen trinken, ein bisschen angeln nebenbei. So. Und vielleicht ballert ja gleich mal so aus Spaß, ne? Da wäre doch mal was. Don Kaulbarsch als Trophy. Nehmen wir doch gerne mit, oder? Man muss ja einfach da sein, ey. Wenn du hier nicht stehst, dann wirst du den Brocken auch nicht kriegen. So. Komm mal ran hier, die Nase nehmen wir noch mit. Zack. Und weitermachen. Ich bin ja am Rausziehen und am Rausziehen und am Rausziehen. Dabei gucke ich jetzt gerade eben erschrocken auf die Uhr. Es ist ja schon 33, Alter. Komm, den einen nehmen wir noch raus und dann gucken wir mal schnell in den Kescher, was das Ganze denn bisher so gebracht hat. Und dann muss ich auch schnell wieder zurück hier, denn dann geht ja auch, wir haben jetzt schon 17 Uhr hier, dann geht ja auch gleich die Nachtschicht hier wieder los. Und ich will ja hier noch ein paar Dons fangen und sowas alles. Denn ich muss ja sagen, die Nachtschicht ist ja dann doch immer wieder noch die ergiebigere Schicht hier an der Stelle. Also husch zum Shop und wir gucken mal eben, was das so gebracht hat. Also, angekommen hier. So, gucken wir mal eben rein. Kaffeeaufträge, was haben wir denn? Haben wir Barsche? Ja, haben wir. 5 Stück, unmaßig, perfekt, bring im Café, wie gesagt, nichts an Silber. Hier kriegen wir 15 Silber dafür, affengeil. Barsche in groß haben wir nicht, Rotaugen in groß haben wir noch nicht genug, kriegen wir aber noch. Würden 16 Silber bringen, Schläfergrundeln ballern bestimmt auch noch rein. Muscheln hatte ich jetzt gestern Abend mindestens 2 davon, 22 Stunden könnte noch passen. Die Muschel vielleicht auch noch, also machen wir gleich noch weiter. Und ansonsten haben wir hier in Gänze auch schon für die halbe Stunde 50, also knapp 60 Silber hier innerhalb der 30 Minuten. Ja, kann man machen, da geht aber mehr und ich sag euch, die Nacht ist noch ergiebiger. Einfach mal wieder testen und probieren. Für mich immer noch das Wichtigste, um hier einfach mal wieder ein bisschen Kohle zu machen. Um ein bisschen mehr XP zu machen, da sind dann die etwas größeren Brocken natürlich interessanter. Das heißt, dafür geht es dann doch eher an die alte Festung. Jetzt, wie gesagt, kurz nach Level 19. Die XP, wie gesagt, die hole ich dann woanders. Hier wird Silber gemacht. Ich bin bei 3.500 mittlerweile. Die erste Rolle habe ich schon mal, aber da fehlen noch ein paar Tausend. Damit es dann richtig abgeht, ab Level 22 auf fette Karpfen. So, ab ins Wochenende. Ich würde sagen, wir sehen uns Sonntag vielleicht wieder, wenn ihr Bock habt auf ein bisschen MMORPG. Ansonsten montags, mittwochs und freitags. Ja, in der Woche auch wieder ab 18 Uhr Petri zusammen. Und ansonsten natürlich regulär ab 21 Uhr. Bis dahin.